Hier muss der Weg nach oben sein. War dann wohl die Kriegertochter, weil ich glaube nicht, dass sie bei den Barbaren... Warte mal. Bei den Barbaren ist nur eine einzige Frau. Warte. Ich habe hier noch nicht eine einzige Frau getroffen. Noch nicht eine einzige. Ach du Scheiße. Und darüber schlafen sie, ja? Das ist so der Untergrund ihrer Stadt. Hm, da kann man natürlich schön schlafen, ne? Bei solch einem Gestank, ja, das macht Spaß beim Schlafen. Durch so... Einmal schön die Nase geben und dann... Oh Gott, nee. Das wäre mir viel zu eklig. So, komm ich hier. Warte mal. So wird das nix? So auch nix? Ach so, okay. Ach, das ist ein Lift. Ach, cool, okay. Ich dachte schon, hey, warum muss ich das Ding jetzt wegtreten? Komme ich dann irgendwie hoch oder so? Oh, bam. Nee, nicht nur ein einziger. Okay. Ah, das ist Mobbing. Das ist Mobbing, Leute. Lasst mich in Ruhe. Das ist Mobbing. Aua. Yeah. Yeah. MLG, bitch, please. So, jetzt hier rüber. Run, 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 run. Und jetzt hier hoch, genau. Wie er hier liegt, ne? Wunderschöne Position zum Liegen, hat er sich da ausgesucht. Eine sehr, sehr schöne Position. Nein. Oh, hier ist ein Besen. Krass, da liegt einfach mal so ein Besen rum. Wow. Ey, das sind, ist das römische Kuriere oder ist das einfach nur römisches Kanonenfutter? Okay, ich wollte eigentlich nur sie aufsammeln und nicht jetzt irgendwie so ein Special Move draus machen. Okay, es wird auch so explodieren. So, wir warten noch ein bisschen. Ich will ihn ja haben hier. Und auch das Ding geht auf. Zack. Alter. Schade, dass ich durch niemanden getötet habe. Ansonsten wäre es ganz geil gewesen. Ausweichen. Alter, ich hasse das. Wenn er einfach... Der holt einfach den nächsten Speer, statt ganz kurz Rolle zur Seite jetzt zu machen. Nein, 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 nein. Ich hole erstmal in aller Ruhe diese scheiß Dinger. Boah. Warum beleidigt ihr mich alle? Ihr kennt mich doch gar nicht. Ich bin der Fred. Zack, zack, zack. Zack. Und jetzt habe ich euch beide. Zack. Und zack. Einfach nur geil. Bringt die Ballista zum Schweigen. Okay, mache ich. Hier hoch. Und dann schnappe ich mir das Ding hier. Nimm auf. Nicht klatschen, aufnehmen. Ich finde es echt ein bisschen blöd, dass er ab und zu einfach klatscht, anstatt das aufzusammeln. Alter, was? Warte mal, ich kann auch hier bestimmt. Oh yeah. Und jetzt rennen, 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 rennen. Jetzt habe ich ihn. Und zack, zack. Ich wusste nicht, welche Taste ich gerade drücken sollte. Bam, 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 bam. Oh, jetzt bist du tot. So, kann ich jetzt was machen? Der Weg ist frei. Vorrücken. Alter, was? Wie er einfach mal schön hochgenommen und einfach so durchgerannt ist wie so ein Bescheuerter. Das fand ich echt sehr geil gemacht. Zack. Na gut, ist auch ein bisschen realistisch. Ne? Stellt euch vor, er hat das nicht gemacht. Schön die ganzen Pfeile. Oh Mann. Ich drücke immer diese fucking falsche Taste. Stirb, Römer. Stirb. Oh, woher kann ich die Stimme gerade? Die Stimme kann ich gerade irgendwo her. Ich weiß noch nicht genau woher, aber ich kannte die Stimme. Ach, okay, ich kann doch beide. Ich kann doch verschiedene Leute umbringen. Ich dachte ja, dass man nur bestimmte Kategorien von Gegnern gleichzeitig umbringen kann, aber es geht doch auch mit anderen. Okay, wusste ich nicht. Wow. Du bist auch gleich sowas von tot. Ah, Mann, geht doch. So. Schild. Schild in die Fresse.
So, jetzt bist du dran. Schild in die Fresse. Jetzt kommen wir beide her. Genau. Sehr schön. Jetzt brauche ich erstmal wieder Leben. Meine Leben ist auch schon wieder fast zur Hälfte runter. Schon wieder so ein Aufzug. Die sind alle so mittelalterliche Aufzüge. Die brauche ich nicht mal hacken wie in meinen anderen Spielen. Oh yeah. Wo lang muss ich jetzt? Da lang wahrscheinlich? Hier. Ach, guck mal, da geht's hoch. Wenn das mal kein Bossfight ist. Die sieht aus wie so eine richtige Hinterwäldlerin. Wartet mal. Da oben hängt was? Kann ich das irgendwie... Kann ich das da oben irgendwie runterhauen oder so? Schade. Ach cool, achte, die war ja hier so eine. Ja, ich wusste doch, warum ich das studiert habe. Okay, den letzten Angriff muss ich ausweichen. Bam. Ich werde alles tun, um mein Volk zu schützen. Ja, mach das. Ausgewichen, Bitch. Schild, friss mein scheiß Schild, habe ich gesagt. Ey, die sind schon fast tot. Easy. Das ist alles nur dank Vorarbeit. So eine Olle. Ja, kommt her, ich bringe auch noch ganz schnell um. Oh Mann. Ich hasse Fettsäcke. Die sind so scheiße hier in dem Spiel. Zack, zack. Oh Mann. Ich weiß auch nicht. Kommt das ungefähr hin, dass ein Spiel die dicken Leute, die dicken Gegner immer die stärksten sind? Und das war bosshaft, Junge. Das war mega bosshaft, gerade wie er die ausgeschaltet hat. Zack. Ja genau, wie soll ich zwei Schläge gleichzeitig abwehren? Den soll mir mal einer erklären. Mann, in die Fresse. Bam. Oh Mann. Geben wir noch mal ein bisschen Zeit, hier einen nach dem anderen auszuschalten. Oh shit. Aber wie die auch einfach nur stehen und zuschauen, als ob die das auch sehen wollen, wie ich deine, wie ich ihre Teamkollegen abschlachte teilweise. Jetzt mal dich. Einer nach dem anderen. Zack. Ja, Schild. Oh Mann. Zack, zack, zack. Jetzt, komm. Oh Mann. Den einen habe ich schon so weit. Den einen kann ich schon umbringen. Zack. Jetzt ihn hier. Zack, Arm ab. Zack. Bam. Oh, ich find das cool gemacht, dass sie auch noch so gemacht haben, dass die Sabber wegfliegt, wenn du die Gegner so finisht. Jetzt komm. In your face. Jetzt. Zack. Weil bei dem einen Finish, wenn du dir das Schild in die Fresse schlägst, dann fliegt die Sabber von denen auch weg. Das ist cool gemacht. Ganz ehrlich sagen, Marius Titus ist der krasseste Ficker, den ich jemals gesehen habe. Einfach mal mit so einem Speer das genau das Seil getroffen, das ganze Ding runtergeholt. Einfach so, als wäre es nichts gewesen. Ich meine, was ist das für ein krasser Typ, Alter? So, gut, ich habe genug Leute umgebracht fürs Erste.
rein. Kommt, meine Männer. Los, Bros. Oh, 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 oh. Schild hoch. Halt. Halt, Männer. Jetzt. Kann ich das machen? Ja, gut, geht. Runter. Fahrt noch ein bisschen. Anvisieren die letzten. Und sie sind tot. Voran. Da kommen doch bestimmt noch mehr, dachte ich mir. Anvisieren. Anvisieren, Leute. Anvisieren, anvisieren, anvisieren. Gut, gut, das ist unser Kill. Kann ich die auch noch holen? Ja, komm, hinterher. Ja, das war gemein. Das gebe ich zu. Das war gemein. Die Fliehenden auch noch geholt. Aber je weniger Gegner kommt später. Oh, ich finde das geil. Dieses gleiche Marschieren finde ich einfach. Das ist einfach geil. Oh, mit den Wurzeln. Mit dem schimmernden Licht, was da noch so durchscheint. Ist schon ziemlich geil. Warte, da ist einer. Schnapp die Leute. Alle auf einen. Oh Gott, wie viele Dinger gingen denn da gerade daneben? Warum ist da so viel Nebel? Schon wieder nur einer. Will ein Einzelner uns wirklich aufhalten? Will er uns verarschen? Ein Einziger will uns aufhalten. Also wenn das der letzte Widerstand ist, dann haben wir ja gewonnen. Wilde Männer! Haltet die Stellung! Ich seh mich um! Warte mal, warte, da muss ich lang, okay? Beschäftigt sie. Greift auf meinen Befehl hin an. Ja. Okay. Und wir gehen einfach mal ganz gechillt hier durch. Wir gehen einfach mal gechillt hier durch, wenn unsere Teammates angegriffen werden. Wir sind ja ein guter König. Also, Truppenführer. Wir sind ein Truppenführer. Ich muss mich beeilen. Ihr seid ein Turio. Die Stellung nicht lange halten. So ein. Anstatt des Steins ein Bett. So ein Bett hätte ich gerne. Du liegst hier, die Sonne scheint auf die Reihe. Auf, als wärst du irgendwie heilig. Und dann schön so ein Bett. Oh, das wäre geil. Das wäre wirklich mega. So, nehme ich mit. Komme ich hier hoch? Ach gut, hier komme ich hoch. Ja, das müssen wir uns überhaupt vorstellen. So eine Schlafposition. Oh, da stehst du auf wie so ein Gott. Das wäre mega geil. So, hier durch. Zack. Du musst es aufheben und nicht klatschen. Wie oft noch? Ah, geil, 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 geil. Zack, jetzt. Bam, bam, bam. Sturmangriff. Ich wollte gerade Salvenfeuer sagen, weil das schon immer stand. Teammates, ich warte immer noch auf euch. Wo seid ihr? Ach so, da sind sie schon. Das ist schon die. Gut. Oh, ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Oh. Ich finde es auch ein bisschen, dumm von den Gegnern. Guck mal, da ist ein Feuer und die Fässer. Dass sie keine Angst haben, dass das Feuer so ein bisschen übergreift und einfach alles zerstört. Seht ihr das Feuer da? Jetzt ist es schon nochmal scharf. Dass die da keine Angst haben. Ich würde mir da, wenn ich da stehen würde, ich würde mir einscheißen. Stell dir vor, das Feuer greift über. Guck mal, die Fässer stehen alle so dicht aneinander. Stell dir vor, das Feuer greift über und jagt einfach alles in die Luft, was hier ist. Das wäre schon ziemlich scheiße. So, ein bisschen stürmen. Ich finde so eine Bauwerke einfach geil, so eine riesigen Dinger. Einfach so reinsprinten. Teammates, meine Teamkollegen, wo seid ihr? Lebt ihr noch? Ja, schützt euren König und mich. Wollt ihr wahrscheinlich noch sagen?
Oh Mann, mein Römer geht's aber nicht gut. Seht ihr die Gesundheit oben rechts? Ah, die nimmt schon ab. Ich hau jeden das Schild. Leck an mein Schild, leck an mein Schild. Das sah gerade echt so aus. Ach, das Spiel ist schon... Boah. Ich dachte, ich wäre noch rechts weggerollt. Zack. In your face. Jetzt bist du tot. Zack. Wegrollen? Aber wissen die nicht, dass man irgendwie die Augen nicht zumachen soll im Kampf? Habt ihr gesehen, als der Gegner mich angegriffen hat gerade, als ich ihn gefinisht habe, hat er die Augen zugemacht. Ah, ich... Komm schon. Ah, Mann, ich... Komm doch nicht... Ich weiß auch nicht, ich komme irgendwie noch nicht so richtig klar mit der Steuerung. Weg, weg, weg. Oh, Mann. Dann drückst du einmal kurz die falsche Taste, dann hast du ganz verkackt das Ding. Bam. Zack. Zack. Wegrollen. Angriff. Ja, oh, jetzt hab ich beide. Jetzt hab ich beide. Falsche Taste, schade. Zack. Zack. Wieder eine bosshafte Hinrichtung. Oh, Mann. Alter, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Noch mehr Gegner? Im Ernst? Im Ernst spielen? Noch mehr Gegner? Alter. Das fuck. Ab, langsam. Langsam ist es nicht mehr witzig. Ich find's gut, dass die Schwertfuzzis bis jetzt noch draußen rumstehen. Oh Gott, jetzt kommen sie ran. Mann, ihr nervt, ihr Schwertfuzzis. Oh Mann, ich hasse so eine Massenkämpfe. Oh Mann, der hat schon wieder den Pampers-Bug gehabt. Habt ihr gesehen? Der hat schon wieder keine Unterwäsche angehabt, der Typ. Komm schon, du musst ja aber nur... Oh Mann. Alter, nervt doch nicht. Das nervt einfach nur, dieser Massenkampf hier gerade. Der nervt einfach nur. Der ist so unnötig. Zack, zack. Oh Mann. Jetzt bringe ich erstmal ihn hier um. Dann ist schon mal ein Fettsack weniger. So. Geht doch. Mann, ich versuche ja nicht zu sterben. So. So. Und zack, raus damit. Nein, bin ich ab und zu scheiße laber. Ich versuche mich die ganze Zeit zu konzentrieren irgendwie. Und es fällt mir nicht gerade leicht, wie man vielleicht sehen kann. Zack. Ich glaube, ich sollte so ein bisschen die Fresse halten vielleicht beim Spielen. Vielleicht wäre ich dann ein bisschen besser. Oh, jetzt sind nur noch die zwei Motherfucker am Leben mit ihren scheiß Brandschwerte. Ah! Lass mich dich um. Nach deiner Familie. Oh, guck euch den Lehmbalk meiner Römer an. Das ist doch kacke. Wie soll ich die so schnell umbringen? Die ganzen Motherfucker. Und zack. Jetzt komm. Oh Mann, ich kann beide umbringen. Ja, jetzt ist der erste tot. Gut. Sehr gut sogar. Zack. Jo. Und weg mit dir. So, du übrigens, mein Mann. Kleiner Motherfucker. Und zack. 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 Thank you.
werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Freunde Roms, ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Vitalia! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Herr, ich würde gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen, ergreift den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss protestieren. Falls du es nicht bemerkt hast. Mein Bruder Commodus wird noch vermisst. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, bis er redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst weiter. Nein! Nicht, Harry! Sagst es! Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte. Lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden, wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort. Von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt den Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Rumpen. Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr!